Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Bomberman Generation. Ich vergesse in letzter Zeit oft meine Titel von den Sachen, die ich gerade spiele. Nun, ich bin Chester305 und jetzt machen wir weiter hier im Okto-Ozean in den Kurena-Feldern. Was auch immer. Und wer jetzt mitdenken kann, weiß auch, was uns erwartet. Ich nehme jetzt 20 Sekunden auf und hau mir gleich einen Boss vor die Nase. Ich habe sie doch nicht mehr alle. Oh ja, du mich auch. Oh! Anime-Style. Ja, das ist er. Der Olle. I am the symbol of love and beauty. Aha, so siehst du mir auch aus. I'm the jewel of the crushed bombers. I'm the mistress beauty bomber. Beauty bomber, yep. And Bomberman to my beauty. You will bow before me. Die ist schlimm. Ich sag's euch. Ich werde jetzt auch extra für sie jetzt eine neue Strategie einsetzen. Ich nehme mich nämlich Kaiman rein. Weil der Schaden, den sie macht, der liegt hauptsächlich an einer Sache. Und das ist ihr Schild. Wir müssen erst mit einer Bombe ihren Schild kaputt machen. Und dann müssen wir sie treffen. Was gar nicht so einfach ist, dass sie sich irgendwie dauernd bewegt. Und sie lässt Bomben durch die Gegend bouncen. Was eigentlich das geringere Problem von beiden ist. Es ist das geringere Problem, dass sie Bomben durch die Gegend bouncen lässt, aber ihr Schild einfach. Sollten unsere Bomben in Kontakt mit ihr kommen, mit dem Schild, explodieren sie automatisch. Sollten wir in dem Moment etwas unglücklich stehen, haben wir ein Problem. Und allgemein ist sie scheiße zu treffen. Verdammt. Ich wollte sie paralysieren. Ach, egal. So, ich mit Feuerbomben. Ich jag die Olle in die Luft. Also für den Fall der Fälle nehme ich Kaiman, weil dann werden wenigstens meine Schäden halbiert, die ich an ihr nehme. So, was ist das? Oh, oh. Ja, sehr gut. Jetzt geht's los. Vorsicht. Hahaha. Daran hast du nicht gedacht. Hä, du Dominus? Ja, komm mal her. Komm mal her. Lauf da rein. Danke. Die ist echt nervig, ich sag's euch. Na, wolltest du meine Große wegkicken? Hättest du mal versuchen sollen. So, halb geschafft. Aber sie wird noch schwieriger. Sie hat noch ein paar Hindernisse für uns auf Lager, würde ich mal sagen. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Jetzt geht's los. Meine Empfehlung, versucht so um sie rumzurennen und nicht von ihren Lasern getroffen zu werden. Ja, genau. Uiuiui, das war knapp. Das war knapp. Ja, gut, 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 gut. Jetzt jag hoch. Eine noch. Das schaffe ich. Aber jetzt guckt euch das an. Drei Schilder hat sie jetzt. No, it's not Showtime. Vorsichtig, Leute. Wenn sie dieses Showtime macht und ihr da stehen solltet, dann habt ihr ein ganz schön großes Problem. Aua! Wow! Also vielleicht sieht das jetzt bei mir einfach ein bisschen einfach aus, was aber wohl hauptsächlich daran liegt, dass ich alle ihre Tricks kenne. Also ich weiß, wie sie tickt. Ich kenne ihre miesen Tricks. Für Leute, für die das blind ist, könnte das schon etwas problematisch werden. So. Ja, Schild weg. Ich habe zwar jetzt in dem Kampf keine einzige Blitzkarte gewonnen, aber das ist mir sowas von egal. Dieser Kampf ist sonst einfach scheiße. This really stinks. Ach, gestampum! Ah, wie super. Ja, vielleicht sah das jetzt echt ein bisschen einfach bei mir aus, aber Leute, das ist es nicht. Für Leute, die den Kampf nicht kennen, ist dieser Kampf scheiße schwer. Ich habe mich jedenfalls bei dem damals sehr schwer getan. Okay, Big Boo... Nee, doch, Big Boo Eisberg. Ist auch mal was.
Und in der nächsten Stage, also jetzt nicht in dieser, sondern in der darauffolgenden, bekomme ich endlich das Carabomb, was ich haben will. Move ahead on Iceberg. Du kannst mir echt auf den Sack gehen, weißt du das? Nein. Auf jeden Fall, ja. In der nächsten Stage bekomme ich das Carabomb, was ich haben will. Aber wenn wir Draco, wisst ihr? Pinguine! Kick-Duell, ja? Kick-Duell, hier ist das Kick-Duell vor. Was willst du nu? Cross on floating ice! Reicht das? Ich hoffe. Natürlich nicht. Macht nichts. Machen wir es nochmal. In die Luft jagen. Komm, bitte. Puh. Grünes Eis. Sieht auch merkwürdig aus. Blöp. So, totes Nervung. Was denn du? Cross the sea using the seesaws. Alter! Gib mir echt auf den Keks. Ja, ich weiß auch, wie das geht, Mensch. Speed up, aber ich will... Da will ich rüber. Wie war das? So. Haha, so geht das. Nee. Und so kann man seinen Carabomb auch wechseln, wenn man gerade keine Lust hat, was anderes zu drücken. Oh. Komm, mach Boom. Mach What the fuck. Uah! Okay, aber hier brauchen wir noch andere Bomben für. Ah, du. Halt die Backen da. Ah! So ein Arsch. Kick mir den Kack einfach hinterher. Ich glaube, es sagt. Spinnt ja wohl. So. Jetzt gucken wir noch mal, was hier ist. Ich bin ja immer so ein neugieriger. Irgendwie verlerne ich während des LPs immer das Sprechen. Ja, klar. Seht ihr, ich hätte nämlich hier noch hingemusst. Da ist nämlich was. Was ich haben will. Ein Geschenk. Ein Geschenk im Minimale. So, jetzt muss ich mal gucken. War das so? Nee. Falsch rum. So muss das sein. Danke. So. Ey, na, wollte zwar noch gar nicht, aber egal. Ja, hier. Das ist cool. Ist zwar ein bisschen schwierig, aber es ist so geil. Vor allem sieht das Gefährt geil aus. Ein fahrendes Gefährt, wie Weehawk sagen würde. Fahrendes Gefährt! Wir müssen eigentlich immer nur diesen Eisblöcken ausweichen, was schwerer ist, als es sich anhört. Weil wir haben immer noch ein Zeitlimit, Leute. Au! Okay, ich glaube, jetzt kann ich es eigentlich schon vergessen. Weil meine Geschwindigkeit jetzt deswegen so runtergeht. Oder? Nee, oh, ich hab's doch geschafft! Datei wurde aktualisiert? Achso. Ja, Eisschnee! Aber wie wir ja wissen, das sind noch keine fertigen Bomben. Wir müssen die erst zu so einer Kombinationsstation bringen. Und auf einmal habe ich hier so eine komische Kappe liegen. Was soll das? Okay. Auf jeden Fall haben wir schon mal das Material für unsere nächsten Bomben. Jetzt brauchen wir nur noch, eben halt die Bomben an sich. Okay, hier komme ich hier runter. Ich will hier aber runter. Hier ist langweilig. Stell dir mal vor, man kommt jetzt hier nicht mehr weg. Das wäre mal fail. Mann. Blöp. Wer denkt sich überhaupt diese Stages aus? Ich meine, so immer wieder hin und her treibendes Eis? Komisch. Aber die Musik ist funny. Mir gefällt die Musik. Merkt man, glaube ich. Ja. Hey, Dumpfbacke. Stirb. Danke. Pinguin. Kick-Duell. Liefere ich mir ein Kick-Duell mit dem Pinguin. Ich habe gewonnen. Tja. Pinguine können nicht gewinnen. Die können nur mit einem einfachen Flossenschlag das Genick brechen. Madagaskar. Hust, hust.
Bitte? Ups. Ah, ich wollte also, dass ich größere Schritte auffahre. Okay. So eigentlich nicht, aber okay. Nochmal. Oh, knapp. Ich glaube, ich werde jetzt getroffen. Doch nicht.